Der argentinische Nationalstürmer Gonzalo Higuain hat mit seinem Ex-Club Juventus Turin abgerechnet und insbesondere die Art und Weise seines Abschieds kritisiert. Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Als Ronaldo kam, sagten mir die Verantwortlichen, ich müsste gehen, erklärte der 30-Jährige der Gazzetta dello Sport. Juventus hat mich weggejagt. Es war nicht meine Entscheidung, Turin zu verlassen, stellte er klar. Gonzalo Higuain, Gennaro Gattuso, hat etwas Besonderes, es war die beste Lösung, sagte Higuain über seinen anschließenden Leihwechsel zum AC Mailand. Nachdem sich die Rossoneri die einjährige Leihe 18 Millionen Euro kosten ließen, können sie den Angreifer im kommenden Sommer für weitere 36 Millionen fest verpflichten. Vor allem sein neuer Trainer Gennaro Gattuso habe ihn von einem Engagement bei Milan überzeugt, er hat etwas Besonderes. Gattuso schaut in deine Augen und man spürt, dass er den Fußball liebt und lebt, sagte Higuain. Mehr zum AC Mailand und zu Juventus Turin.